Moin Moin und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal vom Helgas Forellenteich. Ich habe eine Ferienaktion gemacht mit Kindern zusammen. Bin mit denen einen Tag angegangen, habe denen Frage und Antwort gestanden. Sie konnten im Prinzip alles fragen, was sie wollten. Den Größteil habe ich hier mit reingenommen. Das, was ein bisschen zu privat ist, habe ich rausgeschnitten. Also ein, zwei Szenen sind ohne Ton nachher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das hat richtig Spaß gebracht mit den Kids. Ich habe mir dann noch eine kleine Aktion ausgedacht. Und zwar mache ich meinen Angelkoffer auf, mache die Etage der Anton Spezials auf und die Kids dürfen sich ein Spoon aussuchen. Mir wäre es vollkommen egal, welcher Spoon es ist. Sie durften sich ein Anton Spezial aussuchen. Das Ganze ist mit Ismail abgesprochen worden von ASB-Tech. Dafür nochmal einen riesen Dank. Gleichzeitig ist das der Tag, wo wir den Snagger Probe gefischt haben. Die Kids sollten als erstes den Snagger haben, der Fishingman Dennis Edition. Was sie damit gemacht haben, werdet ihr im Laufe des Videos sehen, ob wir drauf Fisch gefangen haben. Und ein, zwei Erklärungen zum Köder kommen auch während des Videos. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und da geht auch natürlich ein Riesendank nochmal an die Firma Troutbaits aus Bremen für die Unterstützung dieser Kinderaktion. Einmal kurz zum Wetter. Wir hatten morgens, als wir am See ankamen, minus 1 Grad. Das war richtig kalt. Anfangen tun wir den Tag so, dass die Kids sich jetzt ein Anton Spezial aussuchen durften. Gleichzeitig haben sie von mir dann eine Dose mit 8 verschiedenen Farben der Fishingman Dennis Edition bekommen und konnten die als allererstes fischen. Vor allen anderen. Die haben zum ersten Mal die Farben gesehen. Kein anderer wusste vorher die Farben. Einen darfst du dir aussuchen. Das hat richtig Spaß gebracht. Sie waren auch leicht überfordert. Schwere Auswahl, ne? Ja. Den darfst du auch behalten. Jetzt such den guten aus. Alter, er ist ja auch noch dabei. Ja, ja. Ist dein Beruf eigentlich YouTuber? Nein, ich verkaufe Lebensmittel. Ja, der ist Glow. Danke. Hier, und die kriegst du auch noch. Die kriegst du von mir. Ja? Danke. Gerne. So, jetzt der Lütte. Du bist als letzter dran, Lennox. So, darfst du auch einen aussuchen. Oh, geil. Ein Kescher. Ja, dann nimm ihn raus. Und hier, die kriegst du auch. Ach, danke schön. Bitte. Jetzt darfst du. Ja, die ist gut. Das Wichtigste an dem Tag, die Kids hatten ihren Spaß. Und da haben wir die Bestätigung. Der Erste hat seinen ersten Fisch gefangen und das ist gleich eine richtig schöne. Hast du einen? Danke dir. Petri, schönes Ding. So, Lennox. Such dir einen aus. Coole Aktion. Du darfst natürlich auch, Frederik. Dir einen Spoon aussuchen. Ich glaube, ich nehme den. Mir ist das vollkommen egal, welchen du nimmst. Hauptsache, du nimmst den einen. Und die. Dankeschön. Ihr seid die Ersten, die haben. Ich hab doch gesagt. Auch Frankie von Helgas Forellenteich hat sich nicht lumpen lassen und hat natürlich den ein oder anderen Fisch extra besetzt.
Hier sprechen wir jetzt gerade mit den anderen Lütten, der neben mir steht, dass wir jetzt nicht direkt hier vorne anfangen zu angeln. Dass wir weiter da draußen anfangen zu angeln. Wenn wir ihn jetzt reinziehen, den Spoon, und dabei einen Biss kriegen, ist das so. Aber man wirft jetzt nicht direkt da vorne rein, wo der Fisch reingekommen ist. Das macht man. Wenn sie wegschwimmen und dann ist es eine andere Nummer. Aber jetzt nicht hier vorne. Nee, hier vorne, das macht man. Das gehört sie. Aber ich kann ja nicht so viel falsch machen, Dennis hat ja auch noch nicht. So what? Das sagt man mir nicht zweimal. Kleiner Moment, das stellen wir mal kurz richtig. Einfach drin. Damit wir nicht so alt dastehen. Na gut, dann machen wir jetzt ernst. Das stellen wir jetzt mal kurz richtig. Wir nehmen DCW-Spoon, 2,5 Gramm. Das sind die, die ihr bei ASB bekommt. Form eines Antemdonas. Richtig schön lackiert. Wollen wir mal gucken, wie viel Würfel ich brauche, um einen Fisch zu kriegen, ne? Lennox, man kann viel Spaß mit mir machen, aber sowas ist nicht so gut bei mir. Ja, ne? Jetzt wird's warm. Jetzt wird's spannend. Ich danke dir, Lennart. Petri, Dank. Lach nicht so. Kleiner Arsch ist er ja manchmal, ne? Nummer, welchen Kopf? Ich habe den DCW-Spoon drin. Warte, zeige ich dir gleich. Das hier, das kommt, wenn sie an den Lüfter rankommen beim Transport. Das ist ja so, dass sie die ganze Zeit Sauerstoff brauchen beim Transport. Ja. Und dann kommen sie irgendwann mal gegen diesen Lüfter. Und dann passiert sowas. Ja, das ist auch hinten bei der Schwanzflosse dann so. Das passiert bei der Zucht dann auch. Weil da ist ja das Wasserrad die ganze Zeit an. Und dann kommen sie irgendwann mal dagegen oder haben irgendwelche Kämpfe im Wasser. Dabei kann das auch passieren.
So. Ja. Kein Thema. Ja. Ich sag mal, Schwarze können laufen. Hier, die können richtig laufen. Können Russen angeln wie die Götter. Ja. Daniel sagt auch von mir, gelernt hat das auch vom Russen. Entschuldigung. Ne? Aber er hat jetzt umgedreht. Jetzt sind wir sein. Hat man hier schon was gebissen jetzt? Ja. Ja. Oh. Mit Ansage. Außen ist warm, ey. Sogar mit Gummi, nicht mit Gummi. Aber ganz spitz, ne? Perfekt. Ich danke dir. Petri, danke. Aber die hatte ich gar nicht auf dem Sender. Ich hatte eine ganz andere. Hatte ich vorne auch. Ich wollte rausheben und dann hing eine dran und dann habe ich das sozusagen. Echt? Die kam auf einmal angeschossen von der Seite eben gerade. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt hier? Erst den Biss gemerkt habe und dann kam sie nochmal, habe ich den Biss gemerkt und ein bisschen angehauen und dann. Du brauchst noch mehr Druck auf. Na Jungs, was macht die Gunst der Stunde? Oh, hallo. Hi. Könnte besser sein, ne? Zwei Fische bisher. Ja? Ja. Und du? Die ganz in der Ecke fangen nur. Also jedes Kind hat glaube ich einen jetzt. Ja, das ist gut. Und ich habe auch zwei. Ja. Also hier ist Totentanz, ne? Ja. Kein einzig Anfasser, nix. Ich habe zwei irgendwie mit 2,5 Gramm. Ja. Und ich meine, die haben hier reingekippt. Keine Ahnung, ne? Viermal bis jetzt oder dreimal. Ja, so dreimal haben die hier was reingeballert. Ja. Aber hier an der Seite gar nichts. Hier so ein bisschen was. Mhm. Ich wollte allerdings da auch nicht. Warum nicht? Das hat mich so gewundert. Du, das ist zu voll da. Das ist für die Kinder nichts, ne? Okay. Wobei kein Fischfang ist für die Kinder auch nichts, ne? So zu kalt für euch, oder? Ist so, und deswegen schöne Grüße von Ismail. Ja. Ein Anton für dich. Boah, guck mal. Jonas, du bekommst was geschenkt. Und auch ein Anton für dich. Muss ich müssen wir den Easy noch mal Danke sagen, ne? Danke. Und? Das ist ja toll. Jeder darf sich 4 Stück aussuchen. Oh, komm mal her, Kinder. Oh. Den kannst du da unten hinpacken? Da. Da unten in die Schale? Papa, kannst du kurz sichern? Ja, ich sicher. Ne? Gut gelernt, ne? Besser ist. Warte, dafür brauchen wir nicht Papa, das kriegen wir auch alleine hin, ne? So, wo sichert Papa immer? Mal her. Genau, hier oben. Da oben drin. Zack. So, kurbel mal ein bisschen. Kurbel. Vorsichtig. Weiter. Weiter. Gut. Ja. Alles klar. Ja. Hast gesichert. So, such dir mal 4 Stück aus. Genau. Meine Gummis. Gummis. Geht gar nicht an. Diesen. Boing. Blau, ja, das ist ja schlau. Das, er weiß schon, was gut ist, ne? Ich nehme. Ja, ah, hier, ne? Das ist das Mittelmäßig. Das ist sehr gut, ne? Pass auf, ich nehme weiß. Dann. Oh, warte. Hab bald alle. Hier, nimm dir den weißen. Okay. Papa, kannst du den hochreißen? 1, 2, 3, 4. So, dann nehme ich den. Ab 4. Dann 4. Dann nehme ich so ein. Hab ich mir fast gedacht. Immer. Und ich nehme. Warte. Nee, nimm mal Motoröl daneben. Den hier? Mhm. Ja,
sehr gut. Ich habe einfach einen Gang. Danke. Ja, der ist. Achso, ich habe ja drei. Den. Nur den. Hier rein, die Schätze. Das kommt in unsere Spezialbox hier. Cool, danke. Du kommst auch gleichmäßig ein, ne? Permanent oder lässt du das? Das ist immer unterschiedlich. Ich probiere immer verschiedene Sachen aus und guck, auf was ich Bock habe. Jetzt fängt der Test an, der Snagger. Der Fishingman Dennis Edition. Mal gucken, wie ich die Farben ausgesucht habe und ob sie Bock drauf haben. Oh, der war aber knapp. Also hingucken tun sie schon mal auf die neuen. Der war aber richtig sauknapp. Das war das erste Mal, war ich da los? Nee, der war jetzt eben gerade so beschissen, dass sie unter durchgeschwommen sind. Deswegen habe ich losgelassen, damit ich keine anfange zu haken. Weißt du? Das war eben gerade das Ziel dabei. Deswegen hatte ich losgelassen. Ja, dann kam der eine ne, mit seinen Ruten. Und hier vorne ist ja auch eine. Schön, genau vor die Nase hier. Jetzt will er weg. Krieg ich den noch los? Oha. Oha. Hast du gesehen, ne? Ja, ja. Das sah schon alles sehr vielversprechend aus. Jetzt brauchen wir nur noch endlich diesen Biss da drauf. Und dann passt es. Und am liebsten wäre, wenn die Kids auch noch ein paar Fische drauf fangen. Dann ist alles perfekt und dann ist alles gut so. Der Köder ist jetzt oben mit Bernstein und unten Motorölfarbe. Mal gucken, ob sie den wollen. Im Wasser wird er leicht grünlich. Sehr zu empfehlen. Wird da hinten jetzt im Sommer gar nichts gefangen? Wenig. Ja, sieht aber so aus, als ob alle dann mit Tore fischen. Ja, trotzdem, Mike stand ja vorher da hinten. Ja. Hier hinter eigentlich noch ein Teil, weil das so. Ja, das war mal ein Vermietungsbereich. Ein Tümpel. Nee. Er hat sich gesagt, das hat sich nicht gelohnt, das sauber halten und so weiter. Ich bin jetzt dabei, die Ecke da ein bisschen auszufischen. Ich hatte da ein paar Fische gesehen, die ein bisschen hin und her geschwommen sind. Für mich sah das so aus, als wenn sie irgendwas gesucht haben an Nahrung oder sonstiges. Deswegen habe ich mich ein bisschen auf die Ecke konzentriert und habe es mit einem dunklen Köder versucht. Aus dem einfachen Grund, die Fische haben die ganze Zeit jetzt grelle Köder gesehen, die Spoons, die an ihnen vorbeigeflogen sind, helle Gummiköder. Deswegen habe ich mich zu diesem Zeitpunkt entschieden, mal was Dunkles zu nehmen. Ein bisschen was Natürliches und gehofft, dass sie darauf vielleicht ein bisschen mehr Lust haben als die grellen Köder. Mega zugeschlagen. Nee. Nee, Gummi. Thank you.
Dankeschön, Lennox. Mal gucken, mit welcher Farbe jetzt. Hast du Farbe gewechselt, ne? Motoröl. Ja. Und die hatte ich aber eben auch. Okay. Da sind aber die Ziel dran vorbeigeschoben, meine ich. Ja, ist aber der neue Köder. Danke dir. Ja, ja. Scheint dir ein Plan aufzugehen. Nee, du bist jetzt ein Tick zu schnell. Da, wo die beiden Wellen sind, da ist ein Schwarm. Wenn die beiden Kids nicht neben mir stehen würden, würde ich natürlich direkt in den Schwarm jetzt reinwerfen, ne? Also ich wollte unbedingt, dass die Kids Fische fangen. Hat das mehr Kram auf dem Bild aus der D2 jetzt? Nee, bis jetzt noch nicht. Weil die hat ja gleich funktioniert. Ja, und da hatte ich aber auch gleich den Nachläufer auf weiß Bernstein. Und das ist halt jetzt ein reiner Bernstein, weil ich dachte mir jetzt, okay, die werden hier die ganze Zeit mit den Spoons zugedonnert und grellen Farben oder hellen Farben. Nimmst du jetzt mal was Dunkles und probierst was Dunkles aus. Von mir da bis ich sag mal bis gestern hat er noch gerne auf Dorsch geangelt. Aber da gab es ja halt auch die schönen Mitteilungen, dass er nur ab nächsten Jahr gilt oder was, der dann noch ein Fang pro Person da. Da lohnt das Dorsch oder das Losfahren auf Dorsch nicht mehr so richtig. Richtig, genau so ist es. Was für ein Fisch, der fährt für ein Fisch los. Keiner. Wenn ich halt die Ostsee vor der Tür hast. Das ist also. Petri. Die funktionieren, ne? Ja. Ja. Bitte? In 14 Tagen kannst du es nachmachen, kannst du auch kaufen. Na, aber ich bin begeistert, die Frauen dann auch vergessen. Das kannst du gut haben. Das passiert mir öfter. Ja. Du wirst es auch in einem der Dänemark-Videos sehen. Da habe ich eine richtig große dran und 10 Minuten später habe ich sie gefangen. Aber auch wieder so ganz, ganz doofer Biss, so ein Tock, Tock. Ja. Und dann war es das erst. Dann kurbelst du ein bisschen weiter und dann machst du Boom. Das ist ein Bernstein, ne? Ja.
Ich habe jetzt den Orangenstreifen. Aber das, da ist der Schwanz, der das ausmacht. Hundertprozentig. Vielen Dank. Ah, ne, doch nicht. Oh, geht so. Na, mega. Warum keiner Fisch gefangen hat, ne? Und hab dann ins Wasser gefasst. Dann wusste ich warum. Da war viel los, oder? Liebe? Das ist halt das Geile, ey. Das ist halt das Geile, ne? Dass du da halt auch direkt noch unterkommst. Und ja, auch eine geile Unterkunft hast. Ja. War ein bisschen teuer, aber. Wie viel Gramm und Gramm hast du drauf? 3 mm Tungstenperle. Petri? Weiß nicht. Auf was fangt ihr so? Auf Gummis fangen wir. Beruhig dich doch mal. Na gut, jetzt ist der Köder eh raus. Da bin ich dann einmal kurz weggegangen, dann höre ich nur noch schreien. Klar. Dennis, der Snagger hat wieder zugeschlagen. Komm so, schnell und helf mir beim Keschern. Ich. Der Snagger läuft. In der Fishingman-Dennis-Variante. Ich darf dich auch mit ins Video mit reinnehmen, ne? Ja, gut. Muss ich ja vorher einmal fragen. Ja, das ist gut. Ja. Vorher nämlich schon mal ein bisschen. Petri. Petri, danke. Gerne. Und auch wieder der Snaker. Aber wenn du schon in Kooperation 2 Dinger jetzt rausbringst, 2 verschiedene. Ja. Jetzt müsstest du den Sinn wissen, ne? Oder? Zum Beispiel. Zum Beispiel erkläre ich dir ganz gerne. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Köder. Ja. Und da haben wir. Genau. Und wir haben einen länglichen, der einen langen Schwanz hat. Ja. Und der richtig Druck unter Wasser macht. Den kleinen benutzt du bei den passiven Fischen. Ja. Wenn du jetzt sowas hast wie hier vorne, die steht in der Ecke, ja, ziehst du den Baracko ganz langsam dran vorbei, zuppelt es leicht. Die kommt rausgeschossen und packt sich das Ding. Okay. Und wenn du jetzt so die aktiven hast, so im Schwarm, ja, dann benutzt du die länglichen. Okay. Und auf die kleinen Köder ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine große draufknallt, viel höher. Ja. Ist so. Also muss man gar nicht große Köder nehmen für große Fische. Nein. Ich fange 70er hier auf die Forelle. Ich nehme Mirag 70 manchmal für die Forelle. Okay. Ja, das unterschätzen wir nicht alle auch. Es hängt alles mit der Jahreszeit auch alles zusammen. Ja, also wenn ich jetzt zum Winter komme, würde ich den jetzt bis zum Grund absinken lassen und würde anfangen wie Zander angeln machen. Ja. Tschick, 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 fallen lassen. Tschick, 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 fallen lassen. Und dabei würde ich meine Bisse kriegen. Das ist ja der Knackpunkt. Das habe ich einmal in Eschede erklärt. Es war auch, da war richtig schweinekalt morgens noch. Ich glaube bei minus 4 Grad. Das war gerade Anfang des Jahres oder so. Wir haben reingeworfen, haben auf normale Twitchen keine Bisse gekriegt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir Zanderangeln. Der Freund guckt mich an, willst du mich verarschen oder was? Darauf beißt doch nichts. Ich so, was? Reingeworfen, gewartet, bis nichts mehr runterfällt von der Schnur. Angejickt, fallen gelassen. Angejickt, fallen gelassen. Kurz, mal ganz kurz gewartet und bumm, drinne. Stimmt, ich erinnere mich. Ganz grob. Ganz grob. Das war ein Boxster in 3 Farben. Ja, das war, ich weiß noch irgendwie von wegen, wo er, ich glaube beim Hochziehen oder beim Runter irgendwas war. Ja.
Habe ich auch gerade irgendwie. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Aber nur minimal. Und da ist der Sinn dahinter. Und es gibt natürlich einen anderen Sinn noch dabei. Einmal der Preiseinstieg mit 4,99 €. Ich möchte den Leuten zeigen, dass es auch anders geht. Bloß, das ist ein Produkt, was in Deutschland hergestellt wird. Und aus Norddeutschland auch noch kommt. Die echte Nord, die in Deutschland fertig ist. Und das ist halt sowas, was mir halt noch viel mehr liegt. Ich will nicht irgendwo mein Geld hinschicken, wenn wir hier in Deutschland auch Sachen haben, die wir genauso gut fischen können und gut ist. Dann unterstütze ich lieber Deutschland. Auch wenn die genug Geld kriegen, die hier steuern und so weiter und so fort. Aber das finde ich noch viel geiler. Das hätte ich nicht gedacht. Er hat ja gedacht, Japan-Gummi. Hätte ich jetzt gedacht, dass die Japan-Gummi da kommen. Nee. Was sagst du, bei den länglichen mit dem 10er-Haken? Nee, der Barako mit dem 10er. Und da fische ich jetzt einen 8er. 8er, 3 mm Tonzenperle. Und gut ist. Das andere ist nicht. Wie viele Videos machst du die Woche? Eins? Höchstens. Fertig. Aber aufnehmen? Aufnehmen eins höchstens. Ja? Du kennst mich doch. Wo bin ich sonst 90% meines Lebens? Also daher. Ich mache das ja nicht hauptberuflich. Das ist es ja. Ich habe nebenbei noch ein. Arbeite ich beim Supermarkt. Mir bekannt. Ja. Deswegen. Deswegen habe ich doch gesagt, wo die jetzt. Ja. Und das nicht wenig. Meistens an meinem freien Tag. Und dann einen halben auch nur. Und das reicht mir meistens für meine Videos. Ja, ist auch so. Ich muss den Quatsch auch noch alles schneiden und nochmal hier und nochmal da und nochmal. Videos schneiden und das besprechen halt. Ja, wollte ich sagen. Weil ich bespreche sie ja nicht währenddessen ich filme, weil ich die anderen nicht belästigen möchte. Ja. Das ist auch der Knackpunkt. Ich stell dir vor, ich stehe da drüben und labere die ganze Zeit in die Kamera. Vor allem labert da einer in die ganze Zeit dazwischen. Die Leute denken ja auch an das Verein. Ja, einmal das und zweitens hörst du dann irgendwann, ich will auch mal ein bisschen meine Ruhe haben. Kannst du mal die Fresse halten? Ja, aber so ist es ja. Ja, wie lange brauchst du nochmal fürs Schneiden und alles? Das ist auch nochmal 2-3 Stunden, oder? Also Schreien, Schneiden sind circa 3 Stunden. Dann mit Einspielen der Köder und so weiter und so fort. Sind circa 3 und eine Stunde, anderthalb besprechen. Bau da auch mal so ein, zwei Twitch rein mit. Dann bricht der Spoon aus und sieht nicht normal im Wasser aus, so wie alle anderen Spoons. So, jetzt ist die Erklärbärstunde vorbei. Jetzt versuche ich nochmal etwas zu machen. Ich hatte ein großes Ziel dabei. Es sollte unbedingt ein kleiner Junge mit meiner Rute einen Fisch rausholen. Und das ist mir gelungen. Schaut selbst. Das ist auch ein Teil der Pyromane. Er sagt hier oder die Klappkarten. Die Klappkarten aufmachen. Das langt das aus. Gut, mach das hin. Dennis? Ja, sauber. Nee, ist am Rücken. Das ist scheiße. So, was ab? Ja. Aber eigentlich müsste ihr jetzt hier mal so einen neuen geben, weil das ja diese Teilmann. Nee, ich habe ein anderes Ziel. Ja, komm mal her. Komm her. Du Keschers, ja? Dann kann ich das filmen. Geh mal hin. Hier, komm. Komm her. Komm her. Nimm mal in die Hand. Nimm in die Hand? Ja, so, genau. Und jetzt kurbeln. Wow, ein bisschen runter. Ja, genau. Oh, ich heb's gleich auf, ganz ruhig. Boah, die kommt nicht. Ah, fein. So, und jetzt runter. Warte, machen wir runter, machen wir den Bügel auf, damit nichts passiert.
guck mal. Siehst du? Zack. Jetzt brauchen wir das. Genau. Ich denke, mehr geht, glaube ich, für diesen Tag dann nicht mehr für die Kids. Popper, popper. Ja. Warte, zeig ich dir. Das ist ein Poplar-Popper. Ach so. Ah, wie so ein. Das ist das. Nee, das ist deine Pose. Ach so. Aber den, der poppt doch, oder? Ja, wenn, ja, also wenn, wenn du ihn twitcht. Ja, ja, genau. So. Wenn du ihn twitcht. Ja, genau. Aber dann kannst du ja auch gleichzeitig, wenn du jetzt Welle hast, ja, brauchst du ihn gar nicht mehr twitchen. Weil der Köder unter Wasser ja automatisch. Ich denke, die Gesichter sprechen mehr als 1000 Worte. Perfekter Tag. Jetzt kommt noch ein, zwei Sachen. Eine Sache. Nehmt euch einfach mal die Minute Zeit, wenn ein Kind zu euch kommt und euch eine Sache fragt. Diese eine Minute, wo ihr dann nicht fischen könnt, ist ja nicht die Welt. Aber ihr macht das Kind damit glücklich und vielleicht fängt er damit den einen oder anderen Fisch und denkt dann jedes Mal daran, da hat mir einer geholfen, zum Fisch zu kommen. Ich glaube, das ist viel mehr wert, als diese eine Minute zu fischen. Jetzt zur anderen Sache. Ich hatte euch versprochen, dass letzte Woche Sonntag etwas Besonderes passiert. Da hat mir leider das Finanzamt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es fehlte mir die ganze Zeit eine gewisse Nummer. Diese Nummer ist jetzt da. Jetzt blende ich euch eine Internetseite auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Shop besucht, denn der Fishingman hat einen eigenen Online-Shop jetzt. Dort könnt ihr Pullis, ein paar Fanartikel, die natürlich jetzt Stück für Stück ausgeweitet werden, käuflich erwerben, inklusive der Fishingman Dennis Edition und ein paar andere Köder von Troutbaits natürlich. Aber dieser Shop wird wachsen und wachsen. Ab nächstes Jahr gibt es dann jeden Monat ein Video zu den neuen Ködern, die ich da drinnen präsentiere oder verkaufe, besser gesagt. Ich zeige euch, wie man die Köder führt, wie man damit zu Fisch kommt. Und wie gesagt, mich würde es freuen, wenn ihr da mal raufguckt. Ansonsten wünsche ich euch dicke Fische, dickes Petri, bleibt gesund, euer Fishingman Dennis.